Herzlich willkommen zum heutigen Video von Beam Up Your Business mit Martin Zimmermann und meiner Wenigkeit Sonny Liv. Und wie ihr mitbekommen habt, es geht um den Song Don't Worry, Be Happy. Also herzlich willkommen zu unserem dieswöchigen Live-Video, Live-Gespräch, Live-Talk. Ich freue mich sehr drauf und wir möchten euch heute drei wesentliche Aspekte von diesem Song mitgeben. Wir werden ein bisschen über diesen Ärger und diese Sorgen sprechen und natürlich auch über das Glücklichsein und was das natürlich in unserem Leben, ja, wir möchten das immer sehr praktisch euch wiedergeben, was das in unserem Leben gemacht hat, dass wir innere Arbeit gemacht haben und was sich dadurch verändert hat. Ja, herzlich willkommen, Martin. Herzlich willkommen, Conny. Schön, dass wir wieder das zusammen was machen dürfen hier. Ein super Lied, ein tolles Thema, sehr interessant für die meisten der Menschen, weil viele ja noch in Sorgen leben oder immer wieder mit ihren Sorgen, mit ihren Zweifeln in Verbindung stehen und damit zu kämpfen haben. Und deswegen war es uns ein Anliegen, besonders dir, du hast das heutige Lied ausgesucht, dass wir heute darüber sprechen und auch von unseren Erkenntnissen, von unseren Erfahrungen erzählen. Ja, genau, Martin. Ja, wie kommt es eigentlich zu den Songs? Also der fiel mir letzte Woche beim Autofahren ein, an alle Zuhörer, und auf einmal habe ich so im Auto gesessen. Ja, und was ich sehr, sehr witzig fand, ist, dass das ja bei dir dann auch rübergespielt wurde. Wir wollten heute einen ganz anderen Song machen und auf einmal haben wir es dann einfach vertauscht, weil wir es können. Ja, und ich habe noch eine Single-Schallplatte davon, Martin übrigens. Ja, ich habe die wirklich rausgekramt. Ich habe die auf den Schallplattenteller gelegt. Ja, ich weiß nicht, ob ihr noch wisst, was ein Schallplattenspieler ist. Ich habe noch einen und habe diesen Song ganz laut gehört. Und ich fände es cool, wie der Song anfängt. Ich starte mal so, ja, weil er singt, ja, here's a little song I wrote. Also er hat extra diesen Song geschrieben und man sollte ihm wirklich ganz bewusst Note für Note folgen, singt er am Anfang. Und er sagt gleich in der dritten Zeile eben, don't worry, be happy. Also sei nicht besorgt, ja, sondern sei glücklich. Und du hast gerade angesprochen, die meisten, so die wir kennen oder vielleicht wie ich auch früher war, ich kann mich davon früher schon auch noch identifizieren. Ich habe mir den ganzen Tag über Sorgen gemacht oder Gedanken gemacht oder irgendwas. Da möchte ich gleich die erste Frage auch reinbringen für die Zuschauer. Könnt ihr gerne wieder unten kommentieren. Wie wacht ihr morgens auf? Ja? Sind es sorgenvolle Gedanken? Ihr liegt vielleicht noch im Bett, ja, und der erste Gedanke ist, oh, scheiße, ich muss aufstehen. Ja, keine Ahnung, was da kommt. Und ich würde jetzt lieber liegen bleiben. Oder sagt ihr, wenn ihr morgens aufwacht, wow, geiler neuer Tag heute. Was will ich heute alles erschaffen? Was ist da heute alles, ja, an Chancen, Möglichkeiten da? Wie nutze ich das? Also mit welcher Stimmung wacht ihr auf und vor allem auch mit welcher Energie? Ja, also ich bin früher sehr schwer aus dem Bett gekommen. Das fällt mir heute leichter. Ich gebe mal wieder zurück an dich. Wie geht es dir damit? Ja, eine super Frage. Danke, Conny. So ging es mir auch lange Zeit, besonders wie ich noch im Angestelltenverhältnis war. Und weil ich eben was gemacht habe, weil ich Dinge getan habe, die mir gar keinen Spaß gemacht haben, weil sie nicht mein Potenzial entfacht haben, mich auch nicht angespornt haben und ich dann nicht meiner inneren Stimme gefolgt bin, hatte ich immer wieder dieses Gefühl der Sorgen, des Zweifel. Und ich habe mich dazu dieser Mehrzahl der Menschen gezählt, weil ich habe mich da auch informiert, kurz jetzt für unser Video, dass erst kurz vor Corona 2020 gab es eine Studie in den USA, die festgestellt hat, dass 59% der Leute eben Zweifeln und Sorgen haben.
was die Zukunft betrifft, was ihre eigenen Fähigkeiten betrifft, was die Lage im Beruf, im Job angeht, dass sie da immer wieder, wie du sagst, sie wachen auf und haben ja eigentlich schon diese negativen Gedanken, was im Tag alles passieren könnte. Dann sind wir wieder bei diesem Worst-Case-Szenario. Ich weiß, wovon ich spreche, weil das war so eins meiner Credos. Ich weiß nicht, ob das die richtige Mehrzahlform ist. Jedenfalls ging es darum, immer zu bestimmen in meinem Job, was könnte denn passieren, wenn? Und also ausgegangen von dieser negativen Situation. Und das hat man natürlich dann, wenn man es 8-10 Stunden hört am Tag, dann macht man das auch automatisch dann in seinem Privatleben. Und dadurch, und wie wir beide wissen, manifestieren wir uns ja auch dann entsprechend den Tag. Wir steigen in den Tag so ein mit den Gedanken, ja, hoffentlich passiert das nicht. Was ist, wenn das passiert? Ich hab Angst davor, wieder aus mir rauszugehen, mich meinen Sorgen zu stellen, oder ich muss irgendeine Präsentation halten oder jetzt ein Video machen zum Beispiel, da hier mich vor die Öffentlichkeit stellen und sprechen. Das hat immer unglaublich viele, viele Sorgen in mir kreiert. Und entsprechend dadurch wird es dann auch schwer, ja, einen positiven Einfluss zu haben oder Menschen zu inspirieren und zu helfen, wenn man sich nicht selbst geholfen hat. Das ist so auch mein Ansatz als Coach, als Begleiter, dass ich immer wieder bei mir selbst anfangen darf. Und wenn ich nicht mein bester Coach bin, ich sage immer, ich darf mein bester Kunde werden. Das ist ja das Schwierigste überhaupt. Man weiß zwar, was zu tun ist, und man gibt es auch weiter und auch glaubwürdig weiter, aber das Schwierigste ist, es dann auch umzusetzen. Und dann fängt es halt an dabei, morgens schon in dieser positiven Energie aufzustehen und zu sagen, wie komme ich da rein aus diesen Sorgen, die ja manchmal immer noch da sind. Kein Mensch ist komplett sorglos, denke ich jetzt mal. Das wäre auch unnatürlich, weil so sind wir auch programmiert, dass wir Ängste gesteuert leben, weil es wichtig ist, dass wir manchmal, ja, dass sich unser Adrenalinspiegel ansteigt, dass wir in Aktion kommen, weil wir denken, dass es mit unserem Überleben zu tun hat, dass wir, was weiß ich, Essen holen müssen, oder damals mussten wir Essen besorgen, damit wir überleben oder für unsere Mitmenschen sorgen. Oder jetzt ist es so, dass wir manchmal in Geldsorgen sind und oder in anderen Sorgen, aber die helfen uns ja auch dann in Bewegung zu kommen. Und dann, für mich ist es das Essentielle, zu verstehen, wie man mit diesen Sorgen umgeht. Und gebe ich die Frage zurück, Conny, wie hast du es geschafft, aus dieser Lage herauszukommen, morgens nicht mehr diese Lethargie zu verspüren, diese Schwerfälligkeit? Danke, Martin. Da hat ja wieder unheimlich viel drin gesteckt. Also gerne kommentieren, wenn ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt wie der Martin unten. Also ich weiß noch ganz genau, wann mir das bewusst wurde, weil ich abends mal schlafen gegangen bin, um zu gucken, wie wache ich denn auf. Und ich weiß noch, wo mir das ganz präsent dann war, dass über mir drüber wurde eine Wohnung gebaut. Also es wurde ausgebaut. Die Nachbarswohnung hat sozusagen eine zweite Ebene eingezogen bekommen und die ist genau über meinem Schlafzimmer teilweise. Und ich weiß noch, wie ich aufgewacht bin, mit dem Gedanken, scheiße, die Handwerker sind schon da, weil das so laut war da oben. Und dann habe ich mir gedacht, oh Gott, so will ich aber jetzt nicht weitermachen. Und die Erfahrung, indem ich das einfach beobachten gelernt habe, und das wäre so der zweite Tipp, den ich euch auch mitgebe, dass ihr es einfach nur beobachtet. Ja? Ich habe halt wahrgenommen am Anfang, dass sich diese Gedanken, die ich in der Früh hatte, durch den ganzen Tag gezogen haben. Und das war wie so ein Domino-Effekt. Da folgte dann hatte ich ein blödes Telefonat und auf einmal ging diese Energieschleife wirklich nach unten. Und ich habe mir habe ich echt gemerkt abends, oh jetzt, das war echt ein scheiß Tag. Ja? Und natürlich gebe ich dir recht, die gibt es auch mal, weil wir Menschen sind. Ich möchte euch aber hier reingeben, wie ich das jetzt verändert habe. Nämlich das Wahrnehmen ist das eine. Er singt ja Don't Worry, Be Happy. Das heißt, mein Ziel, ich habe mir einfach auch eine andere Absicht, eine andere Intention gegeben, die hängt auch an meinem Schrank. Also ich habe neben mir meinen Kleiderschrank und da hängen ganz viele Zettel, die mich daran erinnern, wie ich eigentlich mich fühlen möchte, was ich wähle. Also das ist schon mal auch so ein praktischer Tipp. Hängt euch da mal ein paar vielleicht auch Zettel auf. Und
dieser Schritt von Angst und Sorgen haben, der ist in der niedrigsten unteren Schwingung, weil für mich, das hat einer meiner Mentoren mir gesagt, also alles, was mit Zweifeln und Ängsten zu tun hat, hat er gesagt, ist eigentlich nur Angst. Es ist Angst. Punkt. Und dann wusste ich, okay, auf der anderen Skala ist, wenn ich hochschwingen möchte, Liebe und Freude und Dankbarkeit, das, was man immer wieder hört, ja. Doch dieser Sprung von hier, wenn du jetzt gerade da stehst, der das Video gerade hört, nach da oben, jetzt be happy, jetzt sei halt eigentlich glücklich, ja, der ist vielleicht, wenn du das Video siehst, extrem groß, ja, und deswegen, wie habe ich es gemacht und wie würde ich es dir empfehlen? Frag dich, welchen Gedanken kannst du wählen oder welche Aktion kannst du machen? Die zwei Sachen, aber mit den Gedanken fängt es für mich an, der sich einfach nur ein bisschen besser anfühlt. Ja, vielleicht kommst du dann von den Sorgen, Zweifeln, kommst vielleicht in eine Frustration, ist aber immer noch besser als Angst zu haben. Vielleicht kommst du von der Frustration dann in die Wut. Wütend sich zu fühlen ist immer noch besser als sich depressiv zu fühlen. Vielleicht kommst du dann irgendwann von der Wut in den Mut, ja, und so steigen deine Gefühle auch, wenn du deine Gedanken mehr beobachtest. Also, was ich empfehlen kann, mein nächster Tipp für euch, unbedingt das Buch lesen, Esther Cherry Hicks, weil deine Gefühle, dein emotionales Feedbacksystem ist, da gibt es eine Emotionsskala drin, die du dann hoch machen kannst. Und zurück geht's für mich, und darum geht es für mich auch in dem Song, dass du wieder ja wirklich der Entscheider bist, dass du das erschaffst, dein Leben, und in deine komplette Schöpferkraft kommst, ja, und dass egal, was im Außen passiert, und darum geht es auch bei dem Song. Er singt nämlich, auch wenn du die Miete nicht zahlen kannst, auch wenn das Auto kaputt geht, auch wenn irgendwie was im Außen passiert, und das ist mein letzter Tipp, bevor ich wieder an dich abgebe, ist, ich habe mir als absolute Intention auf meinem Schrank gehangen, fühl dich jetzt gut, und zwar so gut, wie es geht. Ja, so gut, wie es halt, wie ich es halt in dem Moment zustande bringe. Ja. Das war's. Ich gebe mal rüber an dich wieder. Ja, tolle Punkte, die du genannt hast. Viele, viele Juwelen, die man da aufgreifen kann, mit denen man arbeiten kann. Deswegen schreib gerne auch rein, wenn du was umsetzt, was die Conny jetzt weitergegeben hat, was es für dich bringt, was es macht mit dir. Auch mal vielleicht ein paar Wochen. Funktioniert nämlich nicht sofort, sondern es dauert dann immer eine Zeit lang, bis man damit dann auch in Verbindung kommt und die Ergebnisse sieht. Ich möchte noch kurz zurückgehen, und du hast es auch schon angesprochen, was denn diese Auslöser von der Angst sind, und dass man die auch, wie du gesagt hast, in diese Beobachterrolle geht und schaut, woher kommen die eigentlich. Und da rede ich auch wieder aus meiner Erfahrung und aus meiner Geschichte, ist, dass vieles bei mir war, die Angst vor dem Verlust, die Angst vor abgelehnt zu werden. Dass ich ständig reingegangen bin mit diesem Glaubenssatz, so, ich bin nicht gut genug, ich kann es nicht. Und Angst hatte, meinen Job zu verlieren, Angst hatte, kritisiert zu werden von meiner Ex-Frau, von meinem Boss, von meinen Mitarbeitern. Weil ich ständig dachte eben, dass es nicht genug ist, was ich tue. Ich muss immer mehr machen, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und dadurch, dann sind wir auch bei den Konsequenzen, die ja diese Angst, diese Zweifel, diese Sorgen auch haben können, ist das, dass man nicht nur emotionell, wie du gesagt hast, dass man da krank wird, sondern eben auch körperlich. Weil letztlich wirken sich ja auch die Emotionen langfristig auf unseren Körper aus. Und es führt dazu, dass wir in diesen Stress, letztlich ist ja nichts anderes, als dass wir ständig Stress erzeugen für unseren Körper, dass wir dadurch übersäuern. Und übersäuern, wie du weißt, wie viele vielleicht wissen oder auch nicht, ist ja einer der Hauptgründe, warum unser Körper krank wird. Mag dann sein, dass es nur an sich an Kopfschmerzen zeigt oder, wie du sagst, an dieser Schwerfälligkeit, dass man morgens nicht aus dem Bett kommt, dass man Krämpfe spürt, dass man die ganze Zeit müde ist. Also es gibt unglaublich viele Arten der Symptome, die sich da zeigen. Und da geht es eben darum, sich dann auch mental so auszurichten, dass man wieder in die Positivität kommt, dass man wieder in die Dankbarkeit kommt. Und wie du schon gesagt hast, dass man sich auch aufschreibt, was denn sind so Momente, was sind für Gedanken, was sind Gefühle, die ich tagsüber spüre, die mich noch in eine höhere Schwingung, in ein besseres Gefühl versetzen, weil letztlich ist ja das Gefühl nichts anderes als die Wahrnehmung unserer Körperschwingung.
die bewusste. Und daher geht es festzustellen, bin ich in einer guten Schwingung, bin ich in einer schlechten Schwingung, was versetzt mich da rein, und das sich aufzuschreiben, darüber nachzudenken, auch zu meditieren vielleicht, das sind so meine Tipps. Aber was mir am meisten geholfen hat, ist, dass ich, und aus wieder in diese Lebensfreude zu kommen und einen inneren Antrieb zu verspüren, ist, indem ich mir ein Ziel gesteckt habe, indem ich wieder verstanden habe, dass es wichtig ist, groß zu träumen überhaupt, sich Ziele zu stecken und zu sagen, wenn andere das schaffen, dann schaffe ich es auch. Und was unterscheidet mich von anderen? Die haben auch nichts anderes als einen Kopf, als zwei Hände und zwei Füße, haben vielleicht noch weniger Grundvoraussetzungen als ich, aber haben es trotzdem geschafft, diverse Dinge zu erreichen, die sie vielleicht anfangs auch nicht für wahr gehalten haben. Und daher ist es für mich so wichtig, ein Ziel zu haben, und dann geht es eben als nächster Schritt darum, zu verstehen oder zu entdecken, was ist der Plan, wie komme ich da am besten hin, wie bekomme ich so hin, dass ich morgens aufstehe und weiß, heute darf ich wieder das machen, das wird mir Spaß bringen, und damit kommt diese Eigenmotivation auch zustande, die wichtig ist ja, um diese Ziele zu erreichen, indem ich jeden Tag ein bisschen was mache und das mache, was mir Spaß macht. Darum geht es im Leben, finde ich. Und dann zieht man auch diese Ziele an. Mit dem Spaß kommt man in eine höhere Schwingung. Wenn deine Ziele in deiner gleichen Frequenz sind, auf dem gleichen Level, wie du bist, dann bleibt ja auch nichts anderes übrig, als dass diese Ziele oder diese Dinge oder was auch immer du dir vorgestellt hast, Menschen, dass die zu dir kommen. Und dann sind wir auch wieder bei deinem Glück. Wenn du glücklich bist, dann ziehst du auch das Glück an, dann ziehst du glückliche Menschen an, dann ziehst du glückliche Menschen an wie die Conny, wie mich, weil... Und deswegen schaust du vielleicht auch das Video, weil du glücklich bist oder glücklich sein willst. Da fängt es ja eigentlich meistens schon an, dass du glücklich sein willst. Und daher, ja, hör dir gerne den Song, das Lied nochmal an. Ist auf jeden Fall die Zeit wert, auch nochmal da reinzugehen in die Texte. Und ich hoffe, das hat dir was gebracht, was wir heute erzählt haben. Danke, Conny, dass ich dabei sein durfte. Ja, ich danke dir auch wieder. Wir wollen es ja kurz und knackig halten. Ich spiele den Song aus und ich möchte mit dem Satz beenden. Und den könnt ihr auch gerne mal reinschreiben in die Kommentare, dann verfestigt er sich für euch auch noch. Meine einzigste Aufgabe hier im Leben ist, glücklich zu sein. Und das möchte ich an euch geben. Und egal, was für Träume, Ziele und Wünsche ihr habt, ihr dürft sie haben. Und auf dem Weg des Gehens, wie du gesagt hast, genießt den Weg dahin. Ja? Genießt einfach nur das Gehen, dass ihr da mittendrin seid, in diesem Abenteuer, in dieser Reise. Und ich glaube, wenn wir das gemeistert haben, bevor wir, ich sage immer liebevoll, in die Kiste hüpfen, ja, dass ich jeden Tag abends gesagt habe, das war wieder ein super erfüllter, glücklicher Tag für mich, dann haben wir es geschafft, sage ich jetzt mal. Das ist mein oberstes Ziel, mich glücklich fühlen und mich gut fühlen und das natürlich nach außen geben, klar. Vielen, vielen Dank. Wir sehen uns nächste Woche. Wer will, abonniert gerne unseren Kanal. Martin Zimmermann, wir hängen das alles unten in die Beschreibung ran. Und auch meinen Kanal, Conny Liff. Teilt gerne das Video und schreibt auch gerne rein, wenn ihr irgendwelche Songwünsche habt und da könnt ihr über den Song mal was sagen oder reden. Freut uns auch sehr. Machen wir natürlich für euch. Wir machen das überhaupt für euch. Und deswegen sehen wir uns morgen Abend, wer die Clubhouse-App hat, zu dem gleichen Thema mit vielleicht ganz anderen Themen, weil das kreiert sich durch euch, indem ihr mitspricht. Oder wir sehen uns dann nächste Woche auf YouTube. Alles Gute. Dankeschön. Wer mitsingen mag, genau. Los geht's. Mitsingen. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry. Be happy. Bis zum nächsten Mal.